Er gilt als Drahtzieher der migrantenfeindlichen Ausschreitungen in Großbritannien. Der britische Rechtsradikale Tommy Robinson soll von Zypern aus die Gewalt organisiert haben. Die zyprischen Behörden erklärten sich jetzt zur Zusammenarbeit mit Großbritannien bereit, um Robinson dingfest zu machen. Der Gründer der English Defence League hielt sich laut britischen Medien zuletzt in Zypern auf, um einem Gerichtstermin in Großbritannien zu entgehen. Ein AFP-Videoreporter filmte ihn in dieser Woche an einem Swimmingpool in einem 5-Sterne-Hotel an der Südküste Zyperns. Robinson selbst bestritt jedoch im Online-Dienst X, sich noch auf der Insel aufzuhalten. Robinson gründete vor 15 Jahren die Gruppierung English Defence League, die nach eigenen Angaben gegen die Bedrohung durch den Islam kämpft. In Großbritannien hatte es in den vergangenen Tagen in mehreren Städten rechtsradikale Ausschreitungen gegeben. Hintergrund ist ein tödlicher Messerangriff auf Kinder in der englischen Küstenstadt Southport. Im Internet kursierten schnell Falschinformationen über den Täter.